So, liebe Astro-Rebellen, ich freue mich, dass viele von euch bei den letzten drei Videos viel kommentiert hat. Das zeigt ein großes Interesse an mir und an meine astrologischen Entdeckungen, Interpretationen und Analysen. Ich werde in diesem Video noch einmal betonen, was ich bei den vorherigen Videos gemeint habe in Bezug auf die Astrologie, die astrologischen Konstellationen. Wir hatten schon, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, im Januar 2020 eine Krisensituation, die durch die Konjunktion Saturn-Pluto entstanden ist. Das heißt, wir haben von Januar bis Juni eine Krise, aber es ist eine ruhige Krise. Dann haben wir von Juli, August, September, Oktober, November und Dezember haben wir die Aufbauphase einer neuen Situation, die jetzt zusätzlich kommt. Warum meine ich Aufbau? Weil ich sehe, es wird sich einen riesigen Druck aufbauen. Ob dieser Druck in diesem Jahr durch ein Ereignis explodiert oder auch nicht, es ist die Frage. Aber es gibt in den 6 Monaten ab Ende Juni, also ab den 28. Juni bis 6. Januar nächstes Jahres. Dann haben wir 6 Monate. Diese sind die Feuermonate, so nenne ich das. Spannungsmonate. Das heißt, die Anspannung wird sich aufbauen in den 6 Monaten. Aber die eigentliche Explosion des Vulkans geschieht nächstes Jahr. Weil nächstes Jahr haben wir dreimal Uranus Quadrat Saturn. Oder anders gesagt, Saturn Quadrat Uranus, weil Uranus bewegt sich langsamer als Saturn. Das heißt, die erheblichen Spannungen, die sich in diesem Jahr aufgebaut haben, weil ich meine, es gibt so viel Frustration in der Welt, die werden nächstes Jahr zum Ausdruck kommen. Und das sieht man, ja. Also wir haben in diesem Jahr eine ruhige Krise. Man fühlt sich entmachtet. Pluto ist die Macht, Saturn ist die Hemmung. Man fühlt sich oder man wird durch den Umständen kollektiv und individuell entmachtet. Aber man muss immer den Sinn der Sachen sehen und danach suchen. Und der Sinn dieser Entmachtung ist, dass man seine eigene Macht erkennt. Jeder von uns hat eine unheimliche Macht und wir können mit dieser Macht die Welt verändern, so wie wir möchten. Aber wir müssen das erkennen. Wie sollen wir das erkennen ohne Einschränkung? Manchmal braucht man die Einschränkung, damit man zu den Inhalten kommt, die man kommen muss, damit man seine Macht umsetzt. Es gibt natürlich keine Hoffnung, dass man seine Macht erkennt und umsetzt. Die einzige Hoffnung ist, dass man zu höheren Erkenntnissen kommt und dann in der Lage ist, inspiriert zu werden, erleuchtet zu werden und dann wird man seine Macht in seinem Leben umsetzen. Und jegliche Prozesse, Situationen, Umstände, Verhältnisse, Beziehungen, das alles wird man verändern können, natürlich im Zeitraum, weil wir eingeschränkte, zumindest auf der physikalischen Ebene,
Wesen sind und deswegen alles zu seiner Zeit und in einem bestimmten Raum, also Zeitraum, das muss man, diese Faktoren muss man erkennen, denn das bestimmt unser Prozess des Seins und des Werdens. Aber die Grundlage von allem ist die eigene Selbstbewusstsein. Die muss verstärkt werden. Und das heißt, in diesem Jahr haben wir eine Energie der Einschränkung, der Entmachtung. Nur wir haben gleichzeitig, wie gesagt, die 6 Monate des Feuers, ja, das sind die Feuermonate, Juli bis Dezember. Und da wird sich eine erhebliche Spannung progressiv aufbauen, die nächstes Jahr ihren Freigang erreicht. Das heißt, es wird freigesetzt, diese Energie. Okay? Die Menschenmassen werden sehr unruhig sein und diese Unruhe wird Umbrüche in der Welt auf der kollektiven Ebene verursachen. Viele Umbrüche. Viel Chaos. Man könnte das auch kreatives Chaos nennen. Kreativ oder destruktiv. Kommt drauf an. Es kommt drauf an. Ja? Denn es ist nicht hundertprozentig garantiert. Wir sind in der Lage, wenn wir schon ein Vorwissen haben, Situationen zu bestimmen. Unser Schicksal liegt an unseren Händen, nicht an den Sternen, weil die Sterne sind einfach nur, sie verspiegeln natürliche Prozesse, mit denen wir synchron leben, synchronisiert unser Leben gestalten, mit diesen Rhythmen, mit diesen Energien, Informationsfeldern im Kosmos. Wir leben im Einklang mit diesen Zyklen, auch wenn wir das nicht erkennen wollen oder können. Die Aufgabe der Astrologie ist oder besteht darin, diese Zyklen, diese Energien, diese Informationsfelder zu zeigen, sodass man in der Lage ist, sein Schicksal selber in die Hand zu nehmen. In der Hand. Okay? Schicksal kommt nicht von alleine. Es kann von alleine kommen, wenn man nichts tut, aber dann werden die Naturgesetze gegen einen handeln. Weil die Natur, wenn man die Natur alleine lässt und nichts tut, dann darf man nicht erwarten, dass man den Schicksal oder die Schicksalvariante erhält, was man haben möchte. Astrologie ist für handelnde Menschen, für aktiv beteiligte Menschen, nicht für Menschen, die einfach da warten und sitzen, oh, sag mir die Zukunft, was kommt auf mich zu? Das ist relativ, weil wenn ein Prozess schon begonnen wurde, ja, und es soweit ist, dass bestimmte Auswirkungen und Ergebnisse schon mehr oder weniger bestimmt sind oder schon erledigt sind, klar, dann kann ich dir sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dies und jenes passiert. Wir sprechen von Wahrscheinlichkeitsgraden, wenn ein Prozess schon begonnen hat. Aber Astrologie ist letztendlich vor allem für kreative Menschen gedacht, die Neues beginnen wollen. Und dann kann ich dir sagen, schau mal, wenn du dich für das entscheidest, wenn du diesen Weg auswählst, dann kannst du das und das machen und du wirst diesen Schicksal haben, diese Schicksalvariante haben und die Variante hast du in deinem Horoskop, das kann ich sehen. Jeder bekommt ein Paket, ja, wenn man geboren wird in dieser Welt und in diesem Paket sind alle Möglichkeiten, alle Schicksalsvarianten, welche davon letztendlich gilt,
hängt von dir ab, nicht von den Sternen, nicht von der Natur. Okay? So, jetzt zurück zum nächsten Jahr, 2021. Wie gesagt, Saturn Quadrat Uranus, dreimal im Jahr. Die erste exakte Quadratur, 17. Februar. Dann haben wir 15. Juni und dann 24. Dezember 2021. Also wir haben das ganze Jahr diese Quadratur im Hintergrund. Wie gesagt, viel Chaos, viele Proteste. Es kann sogar ein totaler Kollaps geben weltweit, weil die ganze Druck, ja, die ganze Energie, die in diesem Jahr sich aufgebaut hat, ja, das wird freigesetzt. Deswegen soll jeder vielleicht sich vorbereiten. Ich meine, man sollte vielleicht bestimmte Maßnahmen ergreifen. Ich kann euch leider nicht alles sagen. Ich will nicht, dass mein Kanal gelöscht wird. Aber wie gesagt, nächstes Jahr ist das Jahr der Handlung, der Entscheidungsfindung. Man hat genug von diesen Mächten im Hintergrund, von diesen Leuten, die alles für uns bestimmen. Das ist Schluss damit. Es ist Schluss. Okay? Wir müssen unsere Macht zeigen, unsere Zähne. Okay? Damit die Sachen richtig gemacht werden für das Volk. Und nicht wie die korrupten Leute da oben das wollen. Okay? Auf der individuellen Ebene, ja, diese Quadratur Saturn-Uranus führt dazu, dass die Menschen unüberlegte Änderungen herbeiführen, ja, also unüberlegten Handlungen hinreizen. Das kann auch eine Möglichkeit sein auf der individuellen Ebene. Und Saturn-Quadrat Uranus führt dazu, dass man sich von Einschränkungen befreien will. Ja? Wie man das tut, das kann negativ oder positiv veranlagt sein. Aber im Grunde genommen ist Uranus Freiheit, Innovation, Abbruch. Also es gibt viel Abbruch nächstes Jahr. Abbruch von Saturn. Was ist Saturn? Struktur, Regierung. Ich sage nichts mehr. Ja? Also wir haben nächstes Jahr, ich meine, in diesem Jahr hat man eine ruhige Krise, sage ich mal so. Ja? Das ist einfach Ruhe. Jeder in seinem Loch drinnen, in seinem Haus. Aber nächstes Jahr haben wir ein ganz anderes Panorama, ja? Wie ich gesagt habe, schon in den Videos vorher. Und ja, also ich habe sehr viele Kommentare bekommen. Ich werde ein paar jetzt lesen. Ich weiß nicht, ob mein Akku jetzt ausreicht für meine Kamera, aber ich werde ganz schnell die Kommentare lesen, also ein paar nur. So, ich gehe jetzt zu den letzten Videos, was ich veröffentlicht habe, dann schauen wir die Kommentare. So, da hat jemand geschrieben, Heilung gleich Impfstoff, weil ich ja von dem Thema Heilung Jupiter gesprochen habe, in Bezug auf die Krise, was wir haben, da hat Hope GP oder GP Hope GP hat geschrieben, Heilung gleich Impfstoff. Ich hoffe nicht, denn dieser Impfstoff wird bösartig sein. Wir müssen uns alle stärken und auf unsere Gesundheit achten. Bitte macht Sport, ernährt euch gesund. Das ist wichtig für das Kommende. Danke für deine Analyse. Vielen Dank für deinen Kommentar, Hope GP. Was kann ich dazu sagen? Ich meine, das, was du geschrieben hast, ist auch so.
Wer hat noch was Interessantes geschrieben? Didi Minoui oder Minoue, sei begrüßt. Was meinst du, wäre ratsam für die Zeit Juli, August, September einzuplanen? Hast du Tipps für die arme Bevölkerung? Danke im Voraus, falls du die Zeit hast, dich damit zu beschäftigen. Grüße und alles Gute dir. Alles Gute für dich auch, Didi Minoue. Was meinst du, also was meine ich? Was wäre ratsam? Ich werde euch einen Hinweis geben. Was ist, wenn, ich meine, es muss nicht so sein. Wie gesagt, die Zukunft ist nicht hundertprozentig gesichert, weil wir sind alle die Schauspieler unseres Theaters. Und je nachdem, was wir machen, das wird den Unterschied ausmachen, was im Theater passiert. Das muss man immer im Vordergrund wissen, denn wir beeinflussen die Zukunft. Was kann man machen? Ja, Juli, August, September, ich würde sagen bis Oktober. Ihr sollt genug haben, ja, genug zu essen, genug zu trinken, vor allem nächstes Jahr, aber wie gesagt, dieses Jahr ist auch eine sehr spannungsreiche Konstellation, wenn Mars in Widder steht, im Quadrat zu diesen drei Planeten in Steinbock. Das ist, was ich euch sagen kann. Mehr werde ich euch nicht sagen, weil ich will nicht, dass mein Kanal, wie gesagt, gelöscht wird. Wunderbare, tolle astrologische Prognose, sehr differenziert. Ich höre immer wieder gerne zu. Das schreibt Pump Andy und Psycho Peppy. Ach, komischer Name. Ich kann die meisten Namen von euch nicht lesen. Aber vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich gebe mir Mühe, gutes Deutsch zu sprechen und für euch natürlich die nötigsten Informationen zu geben. Oh je, also Waltraud Menzel hat geschrieben, oh je, das macht mir Angst, aber ich fühle auch, dass etwas in der Luft liegt. Herzlichen Dank für die Vorwarnung. Ich bin Jungfrau von Sternzeichen und bei mir ist auch das Chaos seit Januar 2020. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Oh, liebe Waltraud Menzel, du hast gesagt, du bist Jungfrau, ja? Du bist ja Jungfrau Aszendent. Und du hast es nicht einfach, klar, natürlich, weil du siehst in der Liebe, ja, du fühlst dich sehr, sehr einsam. Das kann man auch sehen. Oder vielleicht hast du Schwierigkeiten, dich zu durchsetzen in deinem Leben. Ja, bestimmte Pläne, die du gemacht hast, dann bist du frustriert, ne? Liebe Waltraud, also bitte weiter kommentieren, ja, weiterschreiben. Ich habe vor, viele Videos zu machen. Und wenn ihr noch Ideen für diesen Kanal habt oder Fragen, Anregungen, bitte, bitte kommentieren. An dieser Stelle bedanke ich mich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bitte keine Angst. Meine Absicht ist keine Angst zu machen, sondern euch zu warnen. Und es ist so, dass die Zukunft nicht garantiert ist. Und wenn man weiß, wie diese Tendenzen sind, dann kann man jetzt, im Jetzt, die Zukunft bestimmen. Mit seinem Geist, mit seinen Gedanken. Okay? Da geschieht die Magie. Liebe Astro-Rebellen, vielen Dank und bis zum nächsten Video.